Hallo zusammen und damit heiße ich euch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Unsere neue Staffel, übrigens mittlerweile die sechste an der Zahl, starten wir diese Woche mit einem Ort, den wir schon vor einigen Tagen besuchen konnten. Denn wie ihr ja wisst, habe ich noch eine ganze Menge älterer Videos in der Reservatenkammer umherliegen, die schon lange sehnsüchtig auf euch warten. Natürlich sind diese Videos qualitativ nicht mehr mein Anspruch, dennoch bin ich sehr froh, vor allem in der jetzigen Zeit, über diese Videos zu verfügen. Ich werde sie, wie immer, bestmöglich für euch aufarbeiten und auch in dieser Staffel immer wieder zwischen die neuen Videos mit einmischen, damit dieses Thema endlich irgendwann mal ein Ende hat. Aber nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Sollten euch oder dich verlassene Orte hier im Osten Deutschlands interessieren, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf unseren Kanal. Hier findest du jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Damit ist, denke ich mal, jetzt alles gesagt und nun rein ins Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Schloss. Im Zuge der neuesten Bestrebungen dachte ich mir, wir zeigen euch eine recht traurige Geschichte, die nun vielleicht aber dann doch ein Happy End bekommen soll, aber dazu später mehr. Bei den Jahreszahlen, die ich hier in der Recherche um die Ohren geworfen bekam, hatte man schnell den Eindruck, dass das Gemäuer tatsächlich so alt sein kann. Aber schnell kommt raus, von 1277 sind die hier gezeigten Gebäudeteile längst nicht. Aber selbst zu dieser Zeit spricht man hier im beschaulichen Thierbach von einem Herrensitz der Familie von Heinrich von Thierbach, über den leider relativ wenig im Netz zu finden war. Knapp zwei Jahrhunderte später, 1471, befand sich der Herrensitz nun unter der Obhut der Adelsfamilie von Kitscher, über die leider auch recht wenig bekannt ist. Auffallend ist hierbei aber, dass wir uns im hohen und späten Mittelalter zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert bewegen und sich der Baustil mit dem damaligen Architekturstil etwas beißt, aber wir werden später noch sehen, warum. Wir befinden uns nun in der Renaissance, wird nun erstmalig von einem Herrengut gesprochen, welches man zum Rittergut aufgewertet hatte. Ob es da bestimmte Regelungen gab oder ob nur der König das Ganze aufwerten durfte, das ist schlichtweg unbekannt, aber wenn ihr da Informationen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Im goldenen Zeitalter, um genauer zu sein, 1650, ging das Rittergut zur Adelsfamilie von Clausbruch, die das Grundstück und seine damalige Bebauung, über die übrigens auch so gut wie nichts bekannt ist, bis etwa 1730 nutzten, es aber dann schnell wieder verkauften. So kamen dann die Zemens an den Besitz des Rittergutes, die es nur vier Jahrzehnte später, 1773, wiederum verklingelten. An dieser Stelle muss man einfach sagen, haben die sich denn keine Gedanken gemacht? Die Immobilie bzw. das Grundstück wechselte ja die Eigentümer, wie manche Wohnhäuser seine Mieter, zumindest kommt es einem so vor. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es ja so, dass das Areal immer viele, viele Jahrzehnte tatsächlich genutzt wurde. Ob die Familien dann immer keine Lust mehr auf ihren Besitz hatten oder ob die finanziellen Mittel dann schlichtweg fehlten, wären dann auch wieder solche Fragen, die wir hier leider nicht beantworten können. Fakt ist aber, dass der dauerhafte Eigentümerwechsel auch nach 1773 nicht enden sollte. Ein- und auszogen die von Nositz sowie Martin, Anger und die Familie Thilo. Enden sollte dieses ewige Hin und Her erst im Jahre 1888, als die Familie Auenmüller in den Besitz der Anlage kam. Von Auenmüller ließ 1888 hier ein Herrenhaus bauen, welches in seiner Größe und Stil eher an ein Schloss erinnerte. So sprechen die meisten, vor allem die Anwohner, die Besucher und auch wir eher von einem Schloss als von einem Herrenhaus. Interessanterweise las ich, dass die Bauarbeiten schon 1878 begonnen haben sollen. Ich nehme an, dass hier die Stadt Brunner etwas mitgemischt hatte, denn die hatte erst 10 Jahre später, 1888, die Gerichtsbarkeit des Gutes abgegeben.
So könnte man also annehmen, dass 1878 erst wie eine Art Pachtvertrag zwischen der Stadt Borna und den Auenmüllers entstand, wo das Areal mehr oder weniger frei genutzt werden konnte. In dieser Zeit begann also der Bau und 10 Jahre später ging das Areal dann komplett in den Besitz der Auenmüllers über. Das würde zumindest erklären, wie 1888 der Grundbesitz nun vollständig zu den Auenmüllers überging und das Gebäude auch auf einmal fertig war, denn in nur einem Jahr ist so ein Gebäude nicht errichtet. Das Schloss befindet sich auf einer extra angelegten weiträumigen Parkanlage, welche heute sehr verwildert ist. Das Gebäude selbst ist im neogotischen Stil errichtet worden und verfügt über 2 achteckige Türme, 2 vollständig nutzbare Geschosse plus Keller, einen üppig gestalteten Eingangsbereich, der auch überdacht ist und auf dessen Dach sich ebenso ein recht großer Balkon befindet. Rückseitig findet man am Gebäude eine Art Wintergarten, man könnte hier auch von einer erhöhten Terrasse sprechen. Außerdem gehört zum Objekt noch eine Art Nebengebäude, das wir hier nicht gefilmt haben, weil es schlichtweg uninteressant war. Die Schönheit lässt sich auch heute noch nach so vielen Jahren des Verfalls erkennen, aber der Zahn der Zeit macht nicht Halt. 1938 ist Konrad von Auenmüller der letzte Besitzer des Familienerbes. Er verkauft die Parkanlage inklusive Schloss kurz vor dem Zweiten Weltkrieg an die ASW Espenhain, eine ortsansässige Braunkohlefirma, die das Schloss nun für ihre Werksleitung und Direktion nutzte. Da es sich nun um Firmeneigentum handelte, wurde das Schloss nach dem Krieg 1945 als solches enteignet und wiederum umfunktioniert. Die Räumlichkeiten fanden ihren neuen Nutzen nun als zwischenzeitliche Unterkunft für Flüchtlinge und Umsiedler. Wie lang das geschah, ist allerdings umstritten. Manche Internetseiten behaupten, dies wäre bis zur politischen Wende 1990 geschehen. Auf anderen Seiten liest man was von einem Leerstand, der schon 1980 vorhanden war. Und um ganz ehrlich zu sein, ich dachte das auch. Realistisch ist es auf jeden Fall. Ich meine, schaut euch mal diese Ruine an. Es dauert eine Weile, bis etwas so stark verfällt und einstürzt. Ich vermute mal, dass schon vor der Wende in typischer DDR-Manier nichts am Schloss zur Erhaltung getan wurde. Dementsprechend war der Zustand schon vor der Wende sehr schlecht. In den 90er Jahren wird dann der Zahn der Zeit richtig zugeschlagen haben. Und das Produkt sehen wir ja heute. Aber kommen wir nun zum Happy End, zumindest in Anführungszeichen. Seit letztem Jahr gibt es nun immer konkretere Bestrebungen und Ideen, das Schloss und seine Parkanlage zu rekultivieren, zu sanieren und letztlich auch zu erhalten. Groß war der Aufschrei vor allem in den Medien und viele Unterstützer fanden sich direkt. Sicherlich ist diese Ruine viel zu schade, um sie weiterhin verfallen zu lassen, aber man muss sich auch über die finanziellen Mittel Gedanken machen. Mit Sicherheit spielt hier der Denkmalschutz eine sehr, sehr große Rolle, weswegen man hier kaum eine Schätzung abgeben kann, aber einige Millionen Euro würden hier mit Sicherheit draufgehen. Mal sehen, was sich da in der Zukunft tut. Sollte sich da was tun, werde ich euch das auf jeden Fall unten in die Infobox mit einblenden. Wir fanden vor Ort nicht allzu viel, denn sich im oder um das Gebäude aufzuhalten ist wirklich lebensgefährlich und wir raten dringend davon ab. Zumal man sowieso nichts als Zerstörung hier vorfindet. Die Aufnahmen von außen, vor allem die Fotos, waren wirklich sehr schön, aber Hinweise auf frühere Bewohner fanden wir mehr im Netz als vor Ort. Ich denke, damit ist auch alles gesagt. Ich verabschiede mich jetzt noch mit einigen vielen Bildern, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann und ciao.